Hi Leute, willkommen bei TechSnack. Die große Frage, wie die neueste Android-Version, also Android Q, heißen wird, wurde jetzt endlich beantwortet. Es ist nicht Quiche oder Quindim oder Queen of Pudding, wobei Queen of Pudding so ein bescheuerter Name ist. Nein, die neueste Android-Version wird einfach nur Android 10 heißen. Das liegt unter anderem daran, dass Google Android als globale Marke sieht und man deshalb auch einen Namen möchte, der überall gleich verständlich ist. Und das erreicht man mit Google 10. Mit der neuen Namensgebung bricht Google mit der 10-jährigen Tradition, die kommenden Versionen nach Süßigkeiten zu benennen. Außerdem waren die Versionsnamen für wenig technikaffine bzw. nicht so Interessierte auch ein Problem. Denn wenn man jetzt nach einem Problem googeln wollte, dass ja etwas mit der Version nicht so ganz funktioniert, wusste man jetzt nicht genau, welche Version habe ich jetzt. Das liegt jetzt auch zum Beispiel daran, es gab Android 4, das war Ice Cream Sandwich. Danach gab es aber plötzlich Android 4.1 bis Android 4.3.1 und das war dann Jelly Bean. Und dann aber Android 4.4 bis Android 4.4.4 und das war dann plötzlich KitKat. Es fand jetzt also ein Rebranding statt und neben dem Namen wurde auch noch das Logo geändert, also die Schriftfarbe wurde jetzt von grün zu schwarz gewechselt, denn man hatte auch erkannt, dass Logos in grün bzw. Schriften in grün etwas schlechter zu lesen waren, vor allem auch für Sehbehinderte. Außerdem wurde auch das Design der Schrift etwas verändert. Weiter wurde auch der beliebte Android, also der Roboter, verändert. Jetzt ist er nicht mehr ganz zu sehen, sondern nur noch der Kopf und auch dieser wurde im Design leicht überarbeitet. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es schade, dass man jetzt nicht mehr in den Foren grübeln kann, wie die neueste Version heißen wird? Oder findet ihr, dass Google damit einen logischen Schritt gemacht hat? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten könnt ihr auch sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Das war's jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.